geändert. So, und da sind wir auch schon in der neuen Folge. Ah, so, ausgeschlafen, früher Morgen. Können wir direkt so anfangen. So, da können wir auch direkt zu Raven weiter dappeln, dem mal berichten, was da unten so abläuft bei den komischen Sektenspinnern. Ah, hier können wir unser Fleischwanzen Sagu abholen. Snuff. Hallo, ich möchte gerne Sagu haben. Für Gomme! Du hast gesagt, und das stimmt. Ja, danke schön. Der will nichts mehr mit uns zu tun haben, Gott sei Dank. Bevor der uns wieder auf den Keks geht. Hat er mir was zu mitteilen? Für Gomez. Ich interessiere mich für den Weg der Magie. Genau das wollte ich hören. Ich interessiere mich für den Weg der Magie. Nun, dann solltest du vielleicht mit Koristo sprechen. Er hat auch Milton unterrichtet. Ich bin sicher, dem steht nichts im Wege. Dankeschön. So, auf Stufe 10 könnten wir theoretischerweise noch auf, was wollte ich denn jetzt? Ach, auf Gardist werden. Und ich weiß nicht, ob man, wenn man Gardist ist, dann noch Magier werden kann. Das wäre nämlich perfekt. Da könnte man wenigstens noch die Gardistenrüstung abkassieren. Wo ist denn der Raven? Hallo, Scar. Den dürfen wir ja nicht ansprechen. Omid schwebt in der Luft. Für Gomez. Okay, der hilft uns nur so ein bisschen weiter. Balam, Chefkoch. Vielleicht hilft der uns auch mal irgendwie. Nee, auch nicht. Alles klar. Alles klar? So klar wie vor 20 Jahren. Und seitdem hat sich hier nicht viel verändert. Na toll. Danke, mach's gut. Halt die Ohren. Bartolo, hier, wo ist denn der komische Raven? Da oben sind zwei Wachen. Ein Gardist. Gibt's doch nicht, ist der jetzt weg oder was? Scar, Alo. Tussi, mit der wir eh nicht reden dürfen, weil wir sonst wieder einen Frack genäht bekommen. Gehen wir mal oben gucken, ob da oben irgendwas rumgeistert. Raven. Gardist, Gardist. Gibt's da nicht? Wo ist denn der? In seiner Haut. Sehr merkwürdig. Jetzt laufen wir hier dreimal im Kreis und finden den komischen Raven nicht. Den dürfen wir auch nicht ansprechen, der bringt uns gleich um. Ich probier's einfach nochmal. Hallo. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Ich wollte mal einen Zwischenbericht abgeben. Dann geht's zu Raven. Und sprich für dich. Entschuldigung. Gut, ich dachte, er haut mich jetzt wirklich um. Weil wir haben ja, glaube ich, schon mal gemacht. Bartolo. Och, das ist doch jetzt... als was Neues. Als neue Probleme hier. Cutter? Für Gom. Der will gar nichts. Milton. Wir haben von deiner Leistung in der alten Mine gehört. Ohne die Minecrawler ist der Erzabbau viel sicherer geworden. Auch Koristo weiß davon. Er wünscht dich zu sprechen. Geh zu ihm. Wir sehen uns. Okay. Ach, da steht er ja schon. Sei gegrüßt. Das ist wirklich nicht mein Problem. Erzähl mir, wie ist es, ein Magier zu sein? Wir sind die Magier des Feuers. Die Diener von Innos, dem Obersten aller Götter. Unsere Magie ist ein Geschenk der Götter. Wir sind auserwählt, zugleich Priester, Lehrer und Richter zu sein.
Ein Geschenk, das zugleich eine Bürde ist. Ein Amt, das unser Leben bestimmt. Okay, das sage ich jetzt noch nicht, dass ich in den Kreis der Magier aufgenommen werde. Das machen wir nachher. Ja, hier sind die anderen Vögel. Immer noch kein Raven da. Dann würde ich sagen, uns fehlen noch 325 Pünktchen. Warte mal, wo haben wir denn Einhand überhaupt gelernt? War er hier für Einhandkampf? Für Gommel. Nee. Ach, bestechen kann ich den auch noch. Na gut, 1000 erst werde ich jetzt nicht mehr ausgeben, dass ich da rein darf, weil können wir ja eh. Wo war denn der? Ach, das war, glaube ich, da unten von der Arena, ne? Hat der uns Einhandkampf beigebracht oder nur Zweihand? Sketty. Für Gomme! Trainierst du auch Kämpfer? Ja. Schon, aber nicht so. Einhänder Stufe 2, 150, 20 Lernpunkte. Das würde mich interessieren, ob ich das dann als Magier auch noch lernen kann. Oder ob mir das Teil verboten ist, weil dann wiederum müsste ich das erst lernen und dann wechseln. Obwohl, im Endeffekt ist egal, lernen will ich es ja so oder so, von daher kann ich das auch direkt lernen. Weil mindestens die Einhandwaffen sollte ich schon mal irgendwie beherrschen. Für Gomme! Ja, trainierst du Kämpfer? Gerne. Bring mir bei, noch besser mit Einhandwaffen umzugehen. Na gut, die Grundkenntnisse hast du ja schon. Wenn du die Waffe gesenkt hältst, dann kannst du direkt mehr Wucht in deinen ersten Schlag legen. Nutze den Schwung, weißt du noch? Gut. Der nächste Schritt ist, du musst deinen Körper mehr einsetzen. Wenn du zweimal geschlagen hast, dreh dich um die eigene Achse, damit überraschst du den Gegner und bist in einer optimalen Position. Dann ziehst du deine Klinge noch einmal quer von rechts nach links. Und wieder von vorne. Vergiss nicht, Übung macht den Meister. Also geh jetzt und werde ein wahrer Meister des einhändigen Kampfes. Dankeschön. Trainierst schon, aber nicht zum Spaß. Wenn ich dich trainieren... Oh, das kann mir gar nichts mehr beibringen, schade. Kann ich hier noch jemanden zum Kampf herausfordern? Jo. Dann nehmen wir es einfach mal jo. Geht auch nicht mehr, schade. Na toll. Du kämpfst in der Arena? Du kämpfst in... Ich wurde von meinen Meistern aus dem Sumpf hierher geschickt. Zu seiner höheren Ehre kämpfe ich. Auf das alle... Ja, okay, das kennen wir ja schon. Toll, das können wir uns immer wieder jetzt anhören von ihm. Gut. Aha. Auch nicht schlecht, so ein kleiner Rundumschlag ist immer nicht verkehrt. Gut, haben wir das wenigstens schon mal gemacht. Es würde mich interessieren, wer uns Zweikampf beibringen kann. Und wann dieser komische Vogel endlich wieder da ist. The Raven. Vincent Raven. Kennt ihr noch jemand? Dieser hier komische Next Uri Geller Show oder wie das hieß. Das war doch Next Uri Geller, glaube ich, ne? Rutschdeim Schalosch. Und da sind bei den Leuten die Löffel durch die Gegend geflogen, vom Fernseher. Drei Knoten drin, geformt wie eine Brezel. Ja, zumindest wollen die das einem erzählen. So, wir gucken mal, dass wir hier irgendwas zum Kloppen finden. Papa braucht noch ein paar Punkte. Und hängt am Tisch fest. Da ist nichts mehr. Auch nichts Neues gespawnt. Schade. Papa braucht ein paar Pünktchen. Gibt
Gibt's hier nicht noch irgendwas zum Töten? Also zwei, drei Wölfe oder so, oder Fasane. Fasane nehme ich auch. Ne, nichts mehr. Da drüben ist ein Lurker. Komm, ich leg mich mal mit zum Lurker an. Ich glaube, die sind aber relativ stark. Ich hoffe, wir kriegen sie irgendwie kaputt. Schwimm schneller, Scheißströmung. So, da Lurkerchen, Hallöchen. Alter. Ich würde sagen, da steckt was weg. Und gibt 170 Punkte. 170 Punkte ist nicht gerade wenig. Und eine Lurkerhaut bringt damit. Oh, hat uns ja nur einmal getroffen. Obwohl, dafür, dass er uns getroffen hat, geht's eigentlich. So langsam. Oh, das wäre so ein riesen Goblinhaufen. Ich glaube, wenn wir jetzt irgendwas angreifen, haben wir wieder alle an der Backe. Wenigstens nur zwei Lurker. Immer, aua. Immer so ein bisschen auf Rückzug gehen, dann passt das. Und da haben wir unser Level up. So, dich mache ich noch kalt, alles gut. Ich mache so spektakuläre Moves und dann treffe ich noch nicht mal. So, mit den Goblins möchte ich mich jetzt nicht anlegen. Die hauen mir zu viel drauf. So, dann holen wir uns mal die Gardistenrüstung ab und gucken, ob wir dann auch immer noch Magier werden können. Das wäre perfekt. Das wäre richtig gut. Da haben wir eine kleine Rüstung schon mal auf der Tasche. Weil die schwere Gardistenrüstung, ich glaube, die bekommt man gar nicht. Zumindest nicht ohne, dass man im späteren Spielverlauf den Gomez niederknüppelt, weil der ist, glaube ich, der Einzige, der die schwere Gardistenrüstung hat. Das heißt, den müssten wir dann erstmal umlegen, aber ne, habt ihr gesehen, am Anfang ein Schlag und tot. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir mit Thoros nochmal reden können und dann hoffe ich, dass der bekloppte Raven auch endlich mal wieder da ist. Und dass wir den nicht hier erstmal über irgendein Debug-Menü erstmal wiederholen müssen. So. Dann nehmen wir es mal. Erst Gardist, dann Magie. In der Hoffnung, dass es funktioniert. Diego steht hier. Für Gomez. Oh, er spricht sogar gut. Stärke und so können wir bei dem noch lernen. Torus. Hello. Für Gomez. Ich will Gardist werden. Ich will Gardist werden. Das freut mich. Doch zunächst. Es gibt da ein paar Dinge, die ich jedem Neuen sage. Pass gut auf. Denn ich sage sie nur einmal. Bisher hast du versucht, auf eigene Faust zu überleben. Damit ist nun Schluss. Meine Jungs halten zusammen. Wir Gardisten beschützen die Erzbarone. Das Erz, das Lager und die Mine. Die Butler schürfen das Erz. Aber wir sorgen dafür, dass sie nicht von den Crawlern gefressen werden. Die Barone verhandeln mit dem König. Aber wir decken ihren Arsch dabei. Wir stehen Tag und Nacht in der Mine. Wir stehen Tag und Nacht an den Toren des Lagers und passen auf, dass alle ruhig schlafen können. Als wir hier angefangen haben, da waren wir freiwillig. Aber wir haben uns behauptet. Wir alle haben hart dafür gearbeitet, uns dieses Leben aufzubauen. Ich erwarte nur eins von meinen Jungs, dass sie zusammenhalten.
Denn nur wenn wir zusammenstehen, dann werden wir das alles behalten können. Dann überleben wir. Alles andere wirst du schon mit der Zeit rauskriegen. Halte dich bereit und hilf da, wo gerade Not am Mann ist oder irgendwas zu erledigen ist. Du kannst dir bei Stone deine Rüstung und dein Schwert holen. Du findest Stone im inneren Ring, in der Schmiede. Aha, zwei Händer können wir hier lernen, Stufe 1. Kannst du mich trainieren? Ich kann dir zeigen, wie du deine Geschicklichkeit und deine Stärke verbesserst. Auch gut. Gut, das kann uns auch beibringen. Zwei Händer kann er uns auch beibringen. Ach, noch eine Sache. Willkommen bei der Garde. Wow. Dafür hält er mich nochmal extra auf, nur um willkommen zu sagen. Für Gomez. Die stehen doch da. Die verschwinden auch nicht mehr, ist ja doof. Kannst du? Ja, bei mir. Gott, das können wir immer noch lernen. Komm mal wieder. Mach's gut. Oh, wir sind jetzt offiziell Gardist. Ich hab gehört, du bist jetzt einer von uns. Nicht schlecht in so kurzer Zeit. Dankeschön. Haben uns ja auch den Arsch für aufgerissen. So, dann gehen wir mal zu Stone, holen uns die neue Rüstung ab und dann bitte... Du hast die richtige Entscheidung getroffen. Das Leben als Gardist wird dir gefallen. Ja, ist ja gut, das wissen wir doch. Wir werden mit ein bisschen Glück aber nicht lange Gardist bleiben. Wir holen uns jetzt unser Zeug. Hey, dafür, dass du noch nicht so lange hier bist, hast du es ziemlich weit gebracht. Gut, der nicht. Wo sind denn da? Für Gomez. Meine Rüstung bitte. Ich brauche eine Rüstung. Torus hat dich in die Truppe aufgenommen. Glückwunsch. Wieder einer mehr, der seinen Hals für Gomez in die Schlinge legt. Na, mir soll's recht sein. Ihr nehmt die Rüstung und dieses Schwert. Willkommen bei der Garde. Kann ich das größer? Für Gomez. Ich brauche eine bessere Rüstung. Wenn die Zeit gekommen ist und... Schwere Garderüstung. Garderüstung normal? Ich möchte eine normale... Ich hätte eine hier, aber du scheinst nicht genug Ärzte... 1600, pui. Das kann ja Spaß geben. Mich würde es mal interessieren, ob ich das jetzt auch so kaufen kann dann. Gardeschwert, 32, wie schlecht ist das Ding denn? Nehme ich doch lieber das Kampfschwert. Oder den Morgenstern. Ja, den Morgenstern aktiviere ich vielleicht erstmal wieder. So. Dann wollen wir mal ein bisschen tauschen. Ich könnte... Ach, der hat genug. Der hat jede Menge Erz dabei. Das ist gut. Dann verkloppen wir mal... Ja, die ganzen Waffen erstmal. Ach du Scheiße, wie viele Nagelkeulen haben wir denn jetzt? Gardeschwert verkaufen auch, brauchen wir ja nicht mehr. Schattenkluft, Schattenrüstung und das aktuelle haben wir jetzt an. Gut, den ganzen Klumbatsch, den wir hier haben. Zähne ohne Ende. Weg, die Flügel können weg. Die Zähne können auch weg. Lurkerhaut, Lurkerklaue. Fell eines Schattenläufers, Wolfsfell. Kavalorn Schlüssel brauchen wir nicht. Wie viel Erz haben wir überhaupt? 100? Okay, da kommen wir so schnell erstmal nicht an genug Erz. Scheiße. Ich hab gedacht, wir können jetzt hier schon mal... Na gut, dann holen wir uns die 806 wenigstens. Da gibt es ja nur eine bessere Waffe. Grobes Schwert, Sichtschwert, Gardeschwert. Siegbringer? Oh. Oh. Hassbringer, Siegbringer. Ups. Machen wir es doch so. Scheiß auf die Rüstung. Können wir nachher eh nicht mehr kaufen. Ich weiß gar nicht, ob man...
Ich weiß gar nicht, können wir das dann schon uns leisten? Komm, weißt du was, das Schwert lassen wir erstmal weg. Das holen wir uns nachher. Wir gucken jetzt, dass wir erstmal an genug Erz kommen. Ja, das ist 3000? War noch einmal, eben waren es nur 1000 noch was. Das würde mich mal interessieren, ob wir an genug Erz, oder an genug Erz kommen wir ja, aber kriegen wir auch die Rüstung. So, das haben wir.